Hi zusammen, heute zeige ich euch, wie ihr euren eigenen LLM-basierten Sprachassistenten mit Function Calling erstellt. Function Calling bedeutet, dass ihr ein LLM dazu verwenden könnt, um Parameter für eure eigenen Funktionen über ein Objekt festzulegen, das ihr dann einfach damit aufruft. Wir implementieren eine Art McDrive-System, bei dem die Benutzer Produkte bestellen können und am Ende aufgefordert werden, die bestellten Produkte mit dem berechneten Preis am Abholschalter zu bezahlen. Zunächst einmal gehen wir das Ganze im Jupyter Notebook durch. Und danach zeige ich euch dann, wie man das in eine Web-App integriert. Mal von der Theorie her, wie der Workflow eben aussieht. Also zunächst mal brauchen wir eine Audiodatei. In dem Beispiel habe ich jetzt erstmal eine vorbereitet. Danach werden wir die ganze über ein Mikrofon selbst erstellen. Dann senden wir diese Audiodatei über die Whisper API an OpenAI und bekommen ein Transcript. Wir senden dann das Transcript mit einer Funktionsaufrufanweisung an OpenAI. Wir geben die Parameter, die wir dann da zurückkriegen, in die Funktion ein und berechnen etwas, also den Outputpreis. Danach geben wir diesen Preis oder eben diesen Output zurück an OpenAI und lassen eine finale Antwort generieren. Dann senden wir das Textergebnis, weil wir ja Sprache haben wollen, an eine Text-to-Speech-API. Und so können wir das Ganze dann wieder im Frontend abspielen. So, gehen wir mal ins Notebook und schauen uns an, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. So, ich bin hier mal in VS Code. Wie man sehen kann, ich bin im Concept.ipython Notebook. Es gibt noch eine App.py, das ist eine Flask-Applikation, in den Code, den wir hier haben, etwas robuster macht, das heißt, in Klassen überführt und dann eben über eine Web-Applikation ausführt. Das heißt, wir haben noch ein Index.html, wo wir dann auch das Frontend anzeigen. Aber wie gesagt, zunächst einmal machen wir eben dieses Concept.ipython Notebook zusammen durch. Was wir brauchen, um irgendwie Produkte oder Kosten zu kalkulieren, ist überhaupt eine Produktdatenbank zu erstellen. Das könnte man in einer SQL-Datenbank machen, man kann allerdings auch hier einfach ein Key-Value-Pair-Dictionary erstellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Coke, wir haben Fries, Hamburger, Cheeseburger und so weiter und so fort. Außerdem wollen wir nicht nur das Dictionary, sondern wir wollen auch einen String haben, der diese Keys, also die Keys sind das hier, eben komma-separiert auflistet, weil die Produkte, die geben wir dann auch an das LLM, damit wir das Ganze eben auch neu formulieren. Warum, zeige ich euch dann noch. So, jetzt haben wir erstmal das hier erstellt und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir eben das OpenAI-Package verwenden und hier die OpenAI-Klasse importieren. Damit erzeugen wir einen Client und für diesen Client brauchen wir einen OpenAI-API-Key. Der liegt in dem .end-File, den braucht ihr auch, damit das Ganze funktioniert. Und zunächst mal ist der erste Schritt, dass wir eben ein MP3-File uns nehmen und daraus dann eben Text generieren. Das können wir machen, indem wir das Ganze an die Whisper-API schicken und wir kriegen dann ein Transcript eben zurück. Und in diesem Transcript gibt es ein Textattribut und ja, das ist das, was ich hier eingesprochen hatte. Einfach mal testweise. Hallo, ich möchte zwei Cheeseburger, ein Paket oder ein Package, eben große Fritten und zwei Cokes kaufen. Genau, also das ist das, was ich hier eingegeben habe. Und aus dieser Order wollen wir jetzt einen Gesamtpreis kalkulieren. Dafür müssen wir das Ganze noch ein bisschen verändern. Das machen wir dann eben mit Function Calling. Das heißt, daraus generieren wir dann einen finalen Preis. Mal als Beispiel, wie das Ganze aussieht. Also wir haben eine Funktion und die holt sich ein gewisses Attribut und rechnet dann eben die Summe über diese Produkte aus. Und am Ende returnen wir dann den kompletten Preis. So muss das Ganze aussehen. Also das sind die Produkte, die wir kaufen wollen. Eben hier Products with Quantities. Das Ganze ist ein Dictionary, das ist unser Key. Und hier sehen wir auch in der Funktion, extrahieren wir das und haben dann eine Liste eben mit Name, also dem Produkt und dann eben Quantity und daraus berechnen wir dann eben den Gesamtpreis. Mal hier als Beispiel eine Coke und ein Hotdog, das ergibt in Summe dann eben 5,48 Euro. So, mit diesem Wert können wir jetzt weiterarbeiten und zwar wollen wir das dann eben und diesen Wert, den wollen wir jetzt irgendwie erzeugen, weil wir wollen ja das Ganze nicht so kriegen, sondern wir kriegen ja einfach Text und daraus müssen wir das hier machen. Dafür verwenden wir Function Calling. Function Calling macht man jetzt in OpenAI so, dass man eine Liste, eine Tools-Liste definiert und es gibt verschiedene Arten von Tools. Eins davon ist eben Function Calling. Und was wir machen müssen, wir müssen den Namen der Funktion bereitstellen, Calculate Total Price, das ist der gleiche Name wie hier. Also damit definieren wir eben diesen Namen. Und jetzt müssen wir für das LLM noch beschreiben, was denn das Ganze tun soll. Und zwar berechnet den kompletten Preis aus einer Liste von Produkten mit angegebenen Quantities, also eine Anzahl und so weiter und so fort. Und dann noch die wichtigen Properties, also wir brauchen den Namen des Produkts und auch die Quantity, also die Anzahl, wie man auch hier sieht, das ist Name, das ist Quantity, das erwartet hier diese Funktion. Und diese Information, die wollen wir über den Voice Input bzw. dann über den Text Input bekommen.
So, definieren wir das Ganze mal. Und jetzt ist der erste Schritt, dass wir einen neuen Client von OpenAI eben definieren. Und zunächst mal wollen wir, weil wir ja, wie man hier gesehen hat, bei dem Ganzen, also man sieht, hier kriegt man zum Beispiel two big cokes, also das big gibt es nicht und two muss auch irgendwie in eine 2 übersetzt werden. Das heißt, im ersten Schritt werden wir das Ganze reformulieren lassen. Das heißt, hier haben wir als Anweisung, you are an assistant to reformulate text input as a user. Und wir wollen das Ganze dann eben als Zahl haben. Und jetzt sehen wir, der Input ist dann 2 Cheeseburger, einmal Fries, also einmal Fritten und 2 Coke. Und daraus können wir jetzt diese Funktion eben generieren. Und jetzt im nächsten Schritt geben wir diesen Text, den wir eben neu formuliert haben, als Content hier mit und geben hier dann eben die Tools noch mit. Und jetzt wollen wir diesen Toolaufruf machen. Was daraus kommt, gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar kriegen wir hier jetzt kein Content zurück, das heißt, der Bot antwortet nicht, sondern wir kriegen ein Toolcalls-Objekt zurück mit einer gewissen ID. Und hier drin versteckt sehen wir, dass wir eine Funktion aufrufen sollen, und zwar mit folgenden Argumenten. Und das entspricht der Signatur, die wir in unserer Funktion haben. Also hier sehen wir Cheeseburger 2, Fritten 1 und Coke sollte dann 2 sein. Genau, also das passt. Und so kommen wir an das Ganze ran. Also das ist die eigentliche Nachricht. Die sieht so aus, also genauso wie hier oben. Und hier drin verstecken sich jetzt der Name der Funktion und die Funktionsargumente. Also hier sehen wir, die Funktion wollen wir aufrufen und das hier sind die Argumente, die wir an die Funktion mitgeben müssen. Das Ganze ist ein JSON-Objekt. Das heißt, wir machen aus dem JSON über JSON Loads erst einmal ein Dictionary und jetzt können wir diese Argumente dann in dieser Funktion hier eben mitgeben. Und jetzt wird uns ein finaler Preis generiert und wie man sehen kann, der Preis, ja, der ist noch nicht ideal. Hier könnte man theoretisch auch noch runden, aber das machen wir dann in der finalen App. Das wollte ich auch als kleine Schwäche dieser Demo-Applikation zeigen. So, jetzt wollen wir eine finale Nachricht aus dem Preis generieren lassen. Und zwar sagen wir, danke für deine, also für den Order. Und jetzt soll der Nutzer eben vorfahren zu der Maschine und sein Geld einwerfen. Der finale Preis ist eben dann das hier. So, wenn wir das Ganze mal ausführen, dann sehen wir, das ist der Text, den wir zurückkriegen. Und am Ende sehen wir, oh, das wurde sogar richtig hier gerundet. Also das hat das LLM richtig hinbekommen. Ich weiß, dass es nicht jedes Mal funktioniert. Okay, jetzt können wir aus dieser Nachricht dann ein MP3-File generieren. Thanks for your order. Please drive to the issuing counter and put the money in the machine. The final price is 15,45 euros. Okay, also wir können sehen, das Skript bzw. dieser Proof of Concept funktioniert und jetzt können wir das Ganze in eine kleine Demo-Applikation überführen. Dafür gibt es diese app.py und in der app.py ist jetzt eben der Code, der dann auch bekannt vorkommt von der Concept iPython Notebook. Das ist die Funktion, mit der wir den Preis berechnen. Das ist unsere in Anführungszeichen Datenbank, die Produkte als String, Function Calls und so weiter. Und wir haben eine OpenAI Client-Klasse, die einfach das Ganze ein bisschen, ja, besser enthält als vorher. Das heißt, wir haben jetzt hier einige Methoden, die rufen sich dann nacheinander auf und wir kriegen dann eben eine finale Methode, die heißt HandleInput. Hier machen wir dann das Ganze. Das heißt, wir kriegen erst das Audio, dann prozessieren wir die Order und am Ende berechnen wir dann eben den Output oder den Preis und geben das Ganze dann als Response zurück. Hier sehen wir dann noch, wird das Function Calling gehandelt und so weiter und so fort. Also das ist einfach besserer Code als vorher, ist allerdings an sich von der Funktionalität her identisch. Dann haben wir noch eine Flask-Applikation hier drin und zwar haben wir eine Index.html, die geben wir über den Root-Endpunkt aus und einen API-Endpunkt Process-Audio und in diesem Process-Audio-Endpunkt dort verarbeiten wir ein File, das wir per Request hier mitschicken, extrahieren hier das Audio und legen das Ganze dann auf dem Filesystem ab. Danach schicken wir dann das eben an OpenAI und kriegen einen Response zurück. Und hier sehen wir dann, das wird über dieses Send-File eben gehandelt. So, danach starten wir die Applikation und jetzt gucken wir uns einfach mal das Ganze an, wie das funktioniert. Also python-app.py eingeben und jetzt sehen wir auf localhost Port 5577 ist unsere Applikation. Okay, also hier haben wir unsere Produkte und ich würde die Order auch auf Englisch machen, da die Produktnamen und auch das Prompting auf Englisch ist und ich sonst davon ausgehe, dass es nicht sonderlich gut funktioniert. Aber vom Konzept her könnte es auch auf Deutsch machen, dann wird es wahrscheinlich besser funktionieren. Also sagen wir mal, wir bestellen 3 Cokes, also 6 Euro,
Ein Hamburger 10 Euro und ein Milchshake müssten knapp 13 Euro dann sein. Und probieren wir es mal. Hi, I want to order 3 Cokes, 1 Hamburger and 1 Milkshake, please. Dann auf Stop Recording und jetzt wird das Ganze prozessiert und wir müssen ein paar Sekunden warten, bis wir aufgefordert werden, eben fortzufahren und zu bezahlen. Thanks for your order. Please drive to the issuing counter and put the money in the machine. The final price is 12.95 Euro. Thank you once again for choosing Mac AI. We hope to see you again soon. Okay, also wie man sehen kann, das Ganze funktioniert und so einfach kann man eben einen KI-basierten Assistenten erstellen und das Ganze mit Funktionsaufrufen verknüpfen. Natürlich kann man das Ganze auch auf andere Anwendungen übertragen. Schreibt mir auch gerne eure Ideen in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns, bis bald, ciao.